Herzlich willkommen zum fünften Saisonspiel der New York Rangers. Heute im Auswärtsspiel gegen die Montreal Canadiens. Das Intro im Stadion sieht man schon im Hintergrund. Ich bin Daniel und ich habe euch bisher schon 4 Folgen durch dieses Let's Play, durch diesen Saisonmodus offline begleitet. Und wir wollen natürlich auch heute weitermachen. Wir haben eine Bilanz von 3-1-0, das heißt 3 Siege, eine Niederlage und 0 Mal nach Overtime verloren. Hier haben wir Michael Bernouville. 3 Tore, 1 Assist, 4 Punkte. Meiste Tore in der Liga, auf die müssen wir aufpassen. Wir haben aber auch Derek Stepan, der hat auch 3 Tore. Das heißt, die sind da an der Führung ausgeglichen. Dustin Tokarski, nicht wie erwartet Carey Price. Trotzdem, Dustin Tokarski kann schon einen Sieg nachweisen. 2 Gegentore hat er bei dem Sieg gekriegt und trotzdem eine fast 93% Fangquote. Schon sehr stark. Und unsere Number 30, Henrik Lundqvist. Auch wieder dabei. Im Auswärtstrikot heute. 2,69 Gegentore pro Spiel ist nicht gerade das Beste. Auch 83% nicht. Wir kriegen viele Gegentore. Aber solange wir vorne auch treffen, ist doch alles gut. Ich hatte es in der letzten Folge angekündigt, wenn wir in diesem Spiel, Montreal ist ja wirklich ein harter Gegner, da haben wir schon PK Subin, wenn wir in diesem Spiel mit 2 Toren Abstand gewinnen, was kein Empty Netter ist, dann stelle ich den Schwierigkeitsgrad mal höher, weil, wie gesagt, Montreal ist eine Hausnummer und das wäre dann schon ein Anlass, das Ganze mal umzustellen. Wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir in der Defensive nicht zu viel Platz lassen. Im letzten Spiel haben wir da durch ein paar doofe Fehler von mir Gegentore gekriegt. So, hier Brandon Gallagher, den haben wir ja im Ultimate-Team-Modus. Dienstags, donnerstags, 19 Uhr. Zur Info, wer Interesse dran hat. So, hier Ryan McDonough, Rick Nash, immer noch die ersten Reihen jeweils auf dem Feld. Die letzte Aktion vielleicht, dann wird gewechselt. Oh, Tokarski hat trotzdem guten Glove. So, alle raus. Und McDonough einfach mal mit dem Schuss. Tokarski diesmal mit dem Blocker. Also Carey Price, der beste Torhüter des Spiels, nicht im Tor gegen die New York Rangers, wundert mich. Aber Tokarski, vor 2 Jahren in den Playoffs musste er gegen die Rangers ja auch ran, weil Price ausgefallen ist. Und bevor ich mir das noch lange aufspare, diese ganze Diskussion um Chris Kreider regt mich einfach auf. Klar, er geht immer sehr, ich sag mal, provozierend zum Netz. Ihm wird halt immer unterstellt, dass er in die Goalies rennt. Seitdem er halt in Carey Price reingerannt ist, während den Playoffs und der ausgefallen ist. Die Montreal Canadiens Fans suchen sich dann natürlich die Ausrede darin, dass sie aus der Serie ausgeschieden sind. Klar, vielleicht, es war mit Sicherheit ein Faktor. Aber trotzdem ist das nicht die Schuld von Chris Kreider meiner Meinung nach. Die Spieler haben nicht mal reklamiert. Der Verteidiger hat nämlich Chris Kreider einfach in den Goalie, ich will nicht sagen geschubst, gecheckt. Und es gab ja auch mehrere andere Fälle, wo ihm einfach ein Bein gestellt wurde oder wo er angeschubst wurde. Und klar, es ist eine aggressive Spielweise, wie er das macht, wie er zum Netz geht. Aber man sagt doch immer, ich glaube, es gibt so einen Zusammenschnitt mit so ein paar Ingame- beziehungsweise Stimmen während des Spiels, wo die Spieler auch miteinander reden. Und da meinte irgendwer dann so, ja, die goldene Regel, immer zum Netz, always going to the net oder sowas, halt immer zum Netz rennen und immer aufs Tor. Und immer den Zug zum Tor suchen, würde man in Deutschland vielleicht sagen. Und Henrik Lundqvist hält ihn fest. Und das macht er halt. Und wenn er dann halt die 1-2 Meter vorm Goalie, wo er abdrehen würde, dann noch irgendwie einen Schläger zwischen den Beinen hat oder kurz geschubst wird, ja, dann fällt er nun mal hin und rutscht in die Goalies. 1-2 Mal war es selbst verschuldet, das gebe ich auch zu, das muss ich auch sagen. Das war ein bisschen unnötig. Da war es auch gerechtfertigt, dann die Kritik. Oh, den habe ich gar nicht gesehen gerade. Oh. Den hat er. Oh, Lundqvist bisher hält uns wieder im Spiel. Aber ansonsten ist es einfach Verteidiger verschulden. Und gerade in den Playoffs bei den Montreal Canadiens, es hat sich ja nicht mal ein Spieler beschwert. Also, was die Fans da abziehen. Ich möchte jetzt nicht jeden persönlich angreifen. Die Kritik ist auch nachvollziehbar. Ich finde es ja auch okay. Trotzdem ist das meine Meinung. Und ich finde gerade, das gegen Montreal war nicht gerechtfertigt. Einige andere Fälle schon. Und dann müssen wir wieder vorm Tor aufpassen. Und da ist er drin. Genau auf das. Das ist einfach tödlich, wenn sie ums Tor drumherum rennen und nach vorne spielen. Da muss ich in der Mitte stehen und den Schuss einfach blockieren. Jacob De La Rose. Ich stand da zwar mit 2 Spielern, um den Schussweg, den Passweg zu blockieren, aber der Schussweg war frei. Und den hat er direkt natürlich schön oben reingezwirbelt. Das heißt, mal wieder rennen wir einer nie. Neuordnen, rennen wir einem Rückstand hinterher.
Aber das können wir ja. Die Moral ist absolut da. JT Miller, drüben steht er. Chris Kreider. Oh, kurzer Eck. Der hat mir den da noch weggeluchst, kurz mit einem kleinen Poke-Check. Oh, da bin ich jetzt... Der kam überraschend. Oh, und er nimmt ihn mir ab. Ich wollte gerade rüber spielen. Ich habe gerade nicht den richtigen Spieler bekommen, aber Glück gehabt, dass Henrik Lundqvist... Oh, den wollte ich nicht machen. Ich bin drauf gekommen. Jetzt gerade ist hier Stimme und Controller. Läuft beides nicht. Jetzt müssen wir uns den da mal holen. Mit einem schönen Check. Ich hoffe, das gibt keine Strafe. Doch, gibt es. Bitte keine 5 Minuten. Das ist Ryan McDonough. Na, wo geht er hin? Auf die Strafbank mit dir. 2 Minuten. Mehr nicht. Mehr gibt's nicht. Wann Bandencheck? Ich hoffe, keine Spieldauer. Bandencheck gibt's. 2 Minuten. Das heißt, wenn Montreal trifft, was wir nicht hoffen, ist Ryan McDonough wieder mit auf dem Feld. Wenn wir die 2 Minuten überstehen, wird Ryan McDonough wieder zurückkommen, wenn seine Reihe am Zug ist. Wir versuchen jetzt aber nichtsdestotrotz auch in Unterzahl uns keinen reinbuttern zu lassen und einfach Angriff ist die beste Verteidigung. Tanner Glass kommt leider nicht rüber. Wenn einfach mal durchkommt zu Kevin Hayes oder so, ist eine schöne Aktion und ich sollte gerade in Unterzahl nicht so offensiv draufgehen, der war knapp. Ich sollte nicht versuchen, so riskant die Checks irgendwie zu holen. Einfach zustellen die Wege und das war's so. Girardi einfach abziehen und nach hinten. Das ist ein Verteidiger. Der ist wichtig. Und da ist er wieder hinten. Und er hat ihn. Rauspassen. Tanner Glass. Kevin Hayes. Oh, geht durch. Oh, und Tokarski mit dem Save. Schön, aber vor einem Bulli. 13 Sekunden nur noch in Unterzahl. Die Reihen sind ein bisschen erschöpft. Aber das wird schon. Kevin Hayes hier schöner Alleingang. Gerade in Unterzahl. Einfach mal auf gut Glück probieren. Was kannst du verlieren? Solange man keinen reinkriegt. Kevin Hayes und Chris Kreider, beide, die man da gerade auf der Bank gesehen hat, kann man nicht so gut erkennen, finde ich, im Spiel. Direkt Abnahme, Mark Stoll geblockt und gar nicht draufgehen. Direkt mit JT Miller auch nach hinten. Wir sind komplett. Ryan McDonough bleibt direkt auf dem Feld mit 3 Verteidigern. Das heißt, erstmal absichern. So. Dan Girardi teilt aus. Oh! Zum Glück außerhalb Reihenwechsel. Montreal auch mit der Abseitswarnung. So. Derek Stepan, der hat nämlich schon gewechselt. Ryan McDonough nicht, der ist da noch. Oh, schade, ich dachte, ich kann ihn vorbeiziehen. Dann hätte ich den Schuss mit ihm gewagt. Der hat ja einen Monsterschuss. Hat er uns vor allem in der letzten Folge auch bewiesen. Oh, Max Toll. Richtig guter Schläger hier. An der richtigen Position, da muss der Schläger sein. Im Laufduell eigentlich im Rückstand und trotzdem verhindert er fair die Chance. So muss das sein. Henrik Lundqvist in die Kabinen und auch beide Mannschaften folgen. Und wir haben Drittelpause. Das war knapp. Vorher auch gut von Lundqvist gehalten. Das war auch One-on-One gut gehalten. Und das müsste jetzt das Tor sein? Ja. Da konnte er nicht viel machen. Aber echt cool, wie NHL 16 hier diese ganzen Zwischensequenzen hat. Wie man eben noch in der Wiederholung sogar sieht, wie im Hintergrund die Menschenmasse aufspringt. Und dann haben wir ein rotes Ausrufezeichen für die Strafe für den Bandencheck bekommen. Le Club du Hockey. Wer kann Französisch? Ja, Montreal, die Montreal Canadiens, zweisprachig unterwegs. Und Ryan Mischung zwischen Ryan McDonough und Rick Nash. Rick Nash, wollte ich sagen, auf dem Weg. Oh, da wurde er gehackt. Nicht fair, ich wollte gerade sagen fair, aber die verzögerte Strafe angezeigt und jetzt auch ausgesprochen. Manchmal ist das Haken ja auch fair, aber man darf... Kurz zu den Regeln, die Hände nicht berühren und natürlich Gesicht, Körper und sowas nicht. Du darfst wirklich nur den Schläger anheben. Hier haben wir sogar hohen Stock gekriegt. Das heißt, er hat ihn wahrscheinlich im Gesicht getroffen. So, Derek Brassard, jetzt kannst du mal gewinnen. Schön. Keith Yanil, verpasst. Ärgerlich. Oh, das ist eigentlich immer eine wichtige... Ja, dann nicht. Ach, schlägt er den also nach außen. Ich habe Brassard gerade nicht als Spieler gekriegt. Schade. So, McDonough direkt wieder rein. Keine Zeit verlieren. Rüberlegen. Kommt wieder nicht an. Ich muss das mal mit dem rüber, wie heißt es? Hier mit dem RB. Ich weiß gerade den Fachbegriff nicht. Mit RB kann man den so anhüpfen, dass er in die Mitte springt über die Schläger. Aber hier nach hinten legen. Da ist er drin. Chris Kreider. Schon wieder das Powerplay-Tor, wie im letzten Spiel. Ich weiß nicht, wer das in der Mitte war. Kevin Hayes oder so. Ich dachte, er ist oder habe gehofft, er macht die Direktabnahme rein. Dann war da doch wieder ein Schläger dazwischen. War froh, dass der Pass von Derek Brassard da hinkommt. Dann geblockt von Kevin Hayes und Chris Kreider sieht die Lücke, die
Tokarski da nicht früh genug zugemacht hat. Also Chris Kreider wie in echt wird zum Leistungsträger, zum Führungsspieler. Chris Kreider in echt vor allem über die letzte Saison hinweg enorm weiterentwickelt, in den Playoffs dann so richtig aufgeblüht. Und jetzt auch hier bei uns. So, Zuccarello, ja, das war ein Pass, der aufs Tor gekommen ist. So, den hat Mark Stoll nicht direkt gekriegt, aber Kevin Klein drängt sich dazwischen, kriegt ihn trotzdem nicht, dann ist er frei. Der Schläger ist da. Lundqvist mit dem Rebound. Oh, den hätte ich nicht hergeben dürfen. Das ist eine knappe Aktion, wie ich... Boah, jetzt... Druckphase rausbringen. Nein, ich habe schon Pass gedrückt. Jetzt, Derek Stepan. Schön. Auch wenn er gecheckt wurde, wir sind im Drittel. Kommt wieder nicht durch. Den checken wir nicht, weil er an die Bande geht. Ich habe ihn aber geholt. Zuccarello. Oh, da war er erst offen. Rick Nash konnte nicht zum Schuss kommen. Das war auch unglücklich. Ja, spiel mit dir selber. Alles klar. Zuccarello noch einmal rum. Stepan. Ah, geblockt. Schade. Oh, das gibt eine Strafe gegen Rick Nash. Hat er ihm einen mitgegeben. Da geht er auch zur Bank. Geht Tokarski zur Bank. Sodass Montreal mit dem sechsten Feldspieler hier agieren kann. Brandon Gallagher. Guter Spieler. Weiß ich aus Erfahrung aus Hockey Ultimate Team. Wieder die kleine Werbung zwischendurch. Dienstags, donnerstags, 19 Uhr. Und ich sollte diesen Puck hier gleich mal berühren, damit die Strafe ausgesprochen wird. Sonst endet das nicht gut. Und je länger können die natürlich auch in Überzahl spielen. Haben sie zwar nicht genutzt, aber das zerrt natürlich auch an der Ausdauer. Da hat man gerade noch den heiße Würstchen, Käsestangen, Laugenbrezeln Mann gesehen. Ihr wisst, was ich meine. Need a tissue, Nash? No. So, Dominic Moore. Ein wichtiges Bulli. Hälfte des Spiels ist rum. Hat er gewonnen. Dan Girardi hinters Tor und... Oh nee, den eigenen angeschossen. Ganz unglücklich. Und da ist er drin. Ich wollte ihn direkt rausbringen. Er bleibt am eigenen Spieler hängen. Und dann kam alles ganz schnell. Ja, scheiße. Rick Nash direkt wieder aus der Strafbox raus und wir mit dem Rückstand. Da kriegt er ihn gegen den Rücken und dann hat Henrik Lundqvist noch die Ecke auf. Aber was mir auffällt, wirklich vorm Tor ist viel zu viel Platz. Also es ist eine gewisse Unstrukturiertheit da bei mir in der Abwehr. Ein Verteidiger hinterm Tor, der andere rennt dann irgendwie doch noch mit hin und wie in der G-Jugend alle auf dem Puck. Aber wir kennen unsere Fehler, das heißt wir können dran arbeiten. Der Pass kommt leider nicht ganz gut rüber. Den haben wir noch. Hier, komm. Geil, Chenyok wenigstens umgecheckt. Jandl da eben auch kurz den Check angetäuscht. Konnte ihn nicht ganz ausführen. So, Victor Stolberg, Kevin Hayes, die Reihe auf dem Eis. Hayes ist ja auch so ein Alleingänger, das mag ich eigentlich gar nicht. Aber er schummelt sich immer durch. So, jetzt Diaz. Oh. So schön hinten raus. Jandl, den kriegst du. Check. Ach, der behält ihn. Wie dreist. Ja, da war kurz die Abseitswarnung da. So, Victor Stolberg. Konnte da nicht viel machen, aber Diaz hat ihn. Diaz, wirklich, letztes Spiel Man of the Match. Hat eine +6-Wertung. Guter Spieler und der gefällt mir auch heute wieder. Gut, dass wir den haben spielen lassen. Irgendwann, falls wir Verletzungen kriegen oder so, wird auch Dan Boyle spielen. Aber er wird viel gehatet, das finde ich unberechtigt. Trotzdem ist er nicht so mein Liebling. Deswegen lieber Rafael Diaz. Oh, und Chris Kreider tankt sich da gut durch. Scheitert nur leider am Abschluss. Und da sollten wir nicht mehr allzu lange dran scheitern. Weil ansonsten wird das hier doch noch schwierig. So, Chris Kreider konnte ihn nicht dran hindern. Ryan McDonough auch nicht. Heute habe ich es aber mit Ryan McDonough und Rick Nash. Oh, kein Bandencheck bitte. Keine Strafe. Alles gut. So, ich bleibe in der Mitte. Schön geblockt. Oh, den habe ich nicht gekriegt. Da wollte ich direkt loskontern. Ist wieder frei in der Mitte, die Anspielstation. Oh, gute Tat von Henrik Lundqvist. Da kommen wir natürlich, bis du den Spieler gewechselt hast und da hingerannt bist. Das dauert auch eine Weile. Wenn du die Fehler siehst, kannst du teilweise schon sagen, na, ohne dass ich jetzt was machen kann, wird's gefährlich. Aber den hat Henrik Lundqvist, gibt ihn auf Kevin Klein. Einmal um die Bande, Tanner Glass. Und das Herz der vierten Reihe, Dominic Moore am Puck. Geht vorbei. Ah. Scheitert auch wieder am Gegenspieler, nicht am Goalie. Und da ist das zweite Drittel rum. Wir gehen mit einer 2:1 Niederlage ins dritte Drittel.
Wir wissen ja, wir können mit Niederlagen umgehen. Aber ob das gegen die Montreal Canadiens so einfach wird, ist die andere Frage. Starkes Team, war zu erwarten, dass das sehr, sehr hart wird, vor allem auswärts. Das erste Tor wieder früh im Powerplay. Und dann haben wir uns das wieder den Rückstand einschenken lassen. Oh, der eine Mund, der den da offen hatte, der war durchsichtig. Aber das stört uns nicht. Windmill, Deke und Bullies gewinnen. Wir haben grüne Pfeile und keine roten Ausrufezeichen. Trotzdem gibt es noch ein bisschen was an unserer Defensive zu feilen und vorne vielleicht mal ein paar andere Spielzüge ausprobieren. Den Puck länger im gegnerischen Drittel halten. Über die Blue Liner, über die Verteidiger einfach was probieren. Und dann läuft das schon. So, ja, mit dem Check jetzt nicht, aber er hat ihn noch. Stark. Einmal rum. So hält man den da eigentlich. Aber das hat hier gerade nicht geklappt. Das kann aber klappen. Das habe ich auch schon geschafft hier im Spiel. So, der geht einmal durch. Icing wird das nicht. Aber ich sollte mir den schon nehmen. Oh, Gott. Ich meine, wenn er da schon auf ihm liegt, dann soll er sich den auch nehmen, ganz ehrlich. So, jetzt Ryan McDonough, Rick Nash. Jetzt habe ich sie nicht vertauscht, jetzt geht's ab. Kurz halten, wie ich gesagt habe. Da kommt... Oh, da hätte ich vielleicht nochmal ablegen können. Ah, da war meine Hand gerade wieder schneller, als es gehören. Aber er ist irgendwie zum Abschluss gekommen. Wenn es auch nicht gerade der Beste war. Auch so einer kann durchrutschen. Wir haben das letzte Spiel gesehen. Oh, der wurde gelegt. Rick Nash. Chris Kreider vorne wartet. Brassard, Kreider. Die American Kid-Reihe ist wieder drauf. Was denn jetzt los? Alle warten und rennen nach vorne. Ich dachte, ich kann da jetzt schön wen an der blauen Linie anspielen und in Ruhe draufziehen oder so. Ich muss es auch irgendwie hinkriegen, dass die Spieler... Ich muss den halt so lange im gegnerischen Drittel halten. Ey. Dass die Stürmer sich im Slot positionieren, die Sicht des Goalies behindern und vielleicht den Schuss dann abfälschen. Jawohl, schön. Ah, schade. Und dass ich dann halt zum Blue Liner vielleicht mal komme. Und eben bei mir noch in der Defensive, in der letzten Aktion von denen, wollte ich noch sagen, wie ich da den Stick hingehalten habe. Das ist eigentlich so wie in echt. Den Schuss immer deflekten, immer abfälschen. Dass er von mir aus auch aus im Spielfeld springt. Aber er darf halt da nicht frei zum Schuss kommen und dass er durchkommt. So, jetzt haben wir die Formation. Oh, ein klein bricht der Schläger, ärgerlich. Hayes trifft nicht. Einmal hinterlang. Emerson hat da nämlich, Emerson Edem hat da gewartet. So, Hayes in die Mitte. Oh, und Tokarski mit dem Glove Save. Also, so eine Aktion brauchen wir. Die kosten vielleicht ein bisschen Zeit, aber vielleicht geht da noch öfter mal einer rein. So, Kevin Klein direkt nach vorne. Mark Stoll. Hier, der erste Mann, der da drauf rennt. Der Versuch mit der Vorhand, extra nochmal in einer kleinen Bewegung auf die Vorhand gelegt. Um einfach den Abschluss zu suchen. Oh, da fliegen sie schon hin. Zum Glück hat er vorbeigeschossen. Ein 3-1 wäre jetzt tödlich. Lundqvist ist da. Direkt nach außen zu Mark Stoll. Und weiter zu Jesper Fast. So, jetzt kann er zeigen, was er drauf hat. Der Junge hat nämlich was drauf. Oh, ja. Den Helm gleich nicht mehr drauf. So, Tanner Gleis. Ah, oh, ich wollte ihn zurücklegen. Der Pass kam... Wie man vielleicht gesehen hat, nicht gut an. So, die erste Reihe drauf. Die dritte kann ruhig... Ich mach nochmal die erste. Mit Ryan McDonough, das ist jetzt schon nützlich. Diaz und so weiter haben guten Schuss, aber Denji Riley und Ryan McDonough sind einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, die wir da hinten geboten haben. So, McDonough, Girardi. Ah, nicht so. Höchstens als Spekulation auf einen Abpraller. Okay, jetzt lassen wir trotzdem nochmal die dritte stehen. Leider habe ich es nicht hingekriegt, direkt diesen Schlagschuss zu machen. Er hat ihn sich komisch mitgenommen. Da hatte ich ausgeholt und dann beim nach vorne schießen hat er den auf der Rückhand einfach abgedrückt, wenn er auch gar nicht mal so ungefährlich war. Wenn da genug Leute davor sind, die den vielleicht auch abfälschen oder einfach nur die Sicht behindern, dann geht so einer halt mal rein. Das ist die Kunst. Ah, leider nicht gekriegt. Gleich brechen die letzten 5 Minuten an. Oh, habe ich den eigenen mitgenommen? Da ist er drin. Ein Fehler und der bleibt nicht unbestraft. 3-1 Rückstand gegen die Montreal Canadiens. Jetzt nur noch knapp über 5 Minuten. Und das ist, was ich neulich irgendwann schon mal meinte. So macht die CPU halt die Tore. Wenn einer vom Tor steht, kriegt er von einem von hinter ihm den Puck und dann macht er den rein. So, er steht eigentlich schon vorm Tor weiter vorne. Und durch die Annahme, direkt bei der Annahme, verarscht man den Torhüter, in welche Richtung man denn dann geht. Robocam. Oha. Und dann ist er halt drin. Aber gut, wie gesagt, man kann nicht alles gewinnen. Unsere Laune und unsere Moral beeinträchtigt das gar nicht. Es ist Mittwoch, wir haben noch das Freitagsspiel.
Und Montag haben wir gewonnen. War ein richtig schönes Spiel. Größtenteils auch spannendes Spiel. Auch dieses Spiel ist gar nicht mal so unspannend. Nur noch eins sollten wir uns jetzt nicht wieder einschenken lassen. Lundqvist wirklich immer mit 2 bis 4 Gegentoren hier bisher. Shutout war noch nicht so wirklich drin. Ah, die erste hatte ich schon abgedrückt. Das gibt ein Icing. Miller war leider nicht vor ihm. Ich finde, wir können uns gleich einfach nochmal prügeln. Hier, da ist wieder der Durstlöschermann. So, aber nicht mehr so ein Top-Spieler. Hier, Tanner Glass packen wir gleich aufs Eis. Der spielt doch eh nur zum Prügeln. So, hier, das sind wieder die Pässe vom Bulli gegen die Bande. Stretch Pass zum Breakout auf Chris Kreider, der Pass. Oh, Miller scheitert an Tokarski. Hätten wir jetzt getroffen, wäre es nochmal schön spannend geworden. Also langsam wird das relativ aussichtslos. So, den hat er zwar gut gestört, aber wieder nicht abgenommen. So, jetzt spielen sie sich hier wieder ein. Der steht in der Schussbahn. Genauso muss das sein. Mats Zuccarello. Schön geblockt. Zuccarello auf Miller. Jetzt geht's los. Die Verteidigung ist schon da. Zuccarello. Rüber. Ah, verpasst. Schade. So, hier, komm. Oh, ich habe gerade Y gedrückt, weil ich mich prügeln wollte. Stepan rüber. Da ist er drin. JT Miller. Eine Aktion geht vielleicht noch. Auf jeden Fall gönne ich es JT Miller, dass er jetzt auch sein Tor kriegt. Die Reihe einfach stark mit Kreider, Brassard und Miller. Eben wollte ich mich mit Miller noch prügeln, dann hat Zuccarello den drin gehalten. Miller spielt hier gerade auch mit Stepan und Zuccarello zusammen. Das heißt, während des Reihenwechsels war er noch auf der falschen Reihe. Aber es war gut. Er war am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle. Das ist alles, was zählt. Weiter geht's. Knapp über 40 Sekunden. Das sind jetzt natürlich echte Sekunden ab der letzten Minute immer. Und da sind noch gut 2 Chancen drin. Das kann man auch so festhalten. Oh, natürlich nicht, wenn wir noch ein Gegentor kriegen, aber das haben wir ja nicht. Stepan, Rick Nash. So, der kann vielleicht auch mal was im Alleingang. Einmal vorbei. Der Pass. Oh, Zuccarello verpasst. Hier, der wurde in der Mitte da behindert. Einmal rum, komm. Den machen wir noch. Oh, nicht so. Einfach probieren. Und Bulli, komm. Schön. Hier, Dominic Moore gewinnt das. Zweite Reihe mit Mark Stoll und Kevin Klein. Die hat auch einen Bums. Und den können sie jetzt rausholen. Max Pacioretty da gerade auf die Bank gegangen. Dann nochmal ein wichtiger Save von Lundqvist, um uns diese letzte Chance hier doch noch zu gewährleisten. Wenn wir sie denn noch kriegen. Bulli gewinnen wäre jetzt sehr, 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 sehr wichtig. Dominic Moore gewinnt es nicht. Trotzdem, eine Chance kriegen wir noch. Mark Stoll. Hier, komm, Kampf annehmen, jetzt geht's los. Mark Stoll gegen Weise, deutsch ausgesprochen. Ich probiere direkt mit dem A-Knopf den ersten Schlag. Bam! Der hat gesessen. Und der kriegt, Mark Stoll hat's drauf. Noch ein von unten, komm. Ja, aber mit dem von unten, da hat man keine Deckung, da ist man echt offen und da kassiert man dann häufig auch einfach ein. Wie jetzt? Jetzt müssen wir ihm langsam geben und wir haben auch noch verloren. Ja, er jubelt trotzdem auf die Strafbank. Er kriegt auch die Ausdauer für die letzten 8 Sekunden oder sowas. Aber er kam an, er wollte es und Mark Stoll akzeptiert den Fight. Ja, er hat es leider gedreht. Oh, ihr Heulegesicht da hinten. Er hat es gedreht, als ich versucht habe, mit A wieder zu drücken. Aber jetzt, Ryan McDonough, wenn der den Puck kriegt. Kriegt er nicht? Auch keiner davor. Der Puck ist raus. Und das wird's gewesen sein. Jo. 3-2 Niederlage. Das heißt, wir bleiben auch in der nächsten Folge bei diesem Schwierigkeitsgrad. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir haben jetzt eine Statistik von, wenn ich mich recht entsinne, 3-2-0. Die ist realistisch. Aber trotzdem bin ich zufrieden mit der Statistik. Emerson Edem nicht zufrieden. Und das Maskottchen spaziert da noch. Und winkt den Zuschauern zu, das Heimstadion natürlich zufrieden. So, das ist wirklich mit das ärgerlichste Tor überhaupt gewesen. In Unterzahl will ich ihn klären. Und er kriegt ihn einfach an den Rücken. Trotzdem JT Miller hier auch nochmal gut zurückgekommen. Und 3-2, schönes Ergebnis, auch wenn es gegen uns ist. Da habt ihr gesehen, einfach bei der Annahme ist er schon um das Pad sozusagen drumherum gegangen und hat ihn dann nur noch reingeschoben. So muss das ein Stürmer machen. Und auch wenn wir verloren haben, gibt es natürlich wieder einen Spieler des Spiels. Wen nehmen wir da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so recht.
Ryan McDonough natürlich wieder gut gespielt, so hier mehrere Moraländerungen, jüngste individuelle Leistungen, Danji Ruddy gestiegen und auch die Kabinenchemie übrigens nach dem letzten Spiel auf 78% gestiegen, Mats Zuccarello auch Eiszeit, Derek Stefan Eiszeit gestiegen und ich glaube, ich lege mich einfach, in der ersten Folge ist das geworden und in der fünften Folge wird das auch, JT Miller wird unser Man of the Match, hat gut gespielt, hat noch verkürzt und auch wenn es nicht gereicht hat, egal, hat gut gespielt. So, bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede, ihr wisst es, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr, NHL 16, der Saisonmodus mit den New York Rangers. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!